Bei unserer Agapefeier haben wir die Geschichte von Jesus und seinen Jüngern erzählt. Und dies ist der dritte Teil. Jesus ging etwas an die Seite und kniete nieder und betete. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Jesus hatte große Angst. Und dann erschien der Engel. Hol ihn mal, den Engel. Vom Himmel und stärkte ihn. Da ist der Engel. Er stärkt ihn, der tröstet ihn. Und Jesus war voller Angst. Engel ist die ganze Zeit bei ihm. Und nach einer Weile stand er auf und ging zu den Jüngern zurück. Und was war passiert? Die Jünger waren alle eingeschlafen. Die lagen hier und schliefen. Das habe ich auch mit Kindern gemacht. Und Jesus sagt, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Und sie stehen auf. Im Kindergarten auch gehört die Geschichte. So, und jetzt stehen sie wieder auf. Und kurze Zeit später kommen die Soldaten und verhaften Jesus und nehmen ihn mit.